Ich bin kein Crash-Prophet, sondern Optimist. Aber was wir aktuell für ein Staatsversagen bei der Gaskrise erleben, ist wirklich unglaublich. Sowas hat ein Industrieland in der Geschichte der Menschheit noch nie erlebt. Welche massiven Auswirkungen das auf Anleger und die Bevölkerung im Allgemeinen hat, darauf gehen wir heute in einem neuen Video von Northern Finance ein. Mein Name ist Alex Black. Hier, wo ich dieses Video drehe, in Zypern, lacht die Sonne, aber über Deutschland lacht die ganze Welt. Olaf Scholz hat folgende Fotos hier von sich selbst machen lassen vor der Gasturbine, die angeblich nicht nach Russland geliefert werden kann und weswegen angeblich laut Aussagen Russlands die Gasströme jetzt auf einem absoluten Minimum sind von 20% der Kapazität. Wir haben die Situation, dass Deutschland jetzt ja die Rache sozusagen von Russland zu spüren bekommt für die Sanktionen, die der Westen erlassen hat. Jetzt gibt es eben kaum noch Gas aus Russland und das trifft Deutschland natürlich wirtschaftlich absolut ins Mark. 55% war der Anteil von russischem Gas in allen Importen, die Deutschland bekommen hat von Gas 2020 und 50% aller Wohnungen in Deutschland nutzen Gas zum Heizen. Also eine sehr hohe Abhängigkeit hier von einem einzigen Staat, der uns auch noch nie so wirklich freundlich gesinnt war. Durch alle Pipelines, die nach Deutschland führen, wird aktuell weniger geleitet, bis gar nichts mehr. Das sieht man hier auch mal ganz schön im Chart hierzu. Und das ist am Ende des Tages nichts anderes als ökonomische Erpressung. Aber man muss sagen, selbstverschuldete Erpressung, wenn man sich so abhängig von einem einzigen Land macht. Das ist auch keine neue Situation. Das hat Donald Trump schon 2017 in einer Ansprache an die UN ganz klar betont. Und darüber hat damals die deutsche Delegation nur gelacht. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe. Der Grund für das Gelächter war natürlich, dass sie ihn nicht ernst genommen haben und gesagt haben, ja, auch im Kalten Krieg kamen die Lieferungen von Russland für das Gas. Das wird sich jetzt auch nicht unterscheiden. Damit lagen sie leider komplett falsch. Jetzt haben wir von Russland aus gesehen ein sehr gutes Druckmittel, um die Sanktionen wieder abzuschaffen. Und wenn die Gaslieferungen halt nicht komplett eingestellt werden, dann schießt auch noch der Preis richtig krass in die Höhe und Russland profitiert sozusagen doppelt davon. Und jetzt ist in Deutschland Rationieren und Rezession angesagt, statt Erholung von der Corona-Krise. Wir haben jetzt zahlreiche Situationen, in denen Energie aktuell schon gespart wird, denn Gasturbinen erzeugen natürlich auch Strom und jetzt wird das Gas möglichst wenig verbraucht, damit man für den Winter noch möglichst viel hat. Ich war richtig geschockt, als ich diese Grafik hier gesehen habe, dass quasi die Strom- und Gaspreise in Ölpreise umgerechnet jetzt bei mehr als $600 das Barrel liegen würden. Also wenn du dir vorstellst, du würdest Öl einkaufen, jetzt zahlst du den fünffachen Preis davon, eben $600. Genau diese Situation haben wir aktuell beim Strom- und Gasmarkt in Europa bzw. in Deutschland. Das heißt, am Ende des Tages, du zahlst in einigen Monaten, wenn du es nicht jetzt schon tust, bald das Fünffache für deinen Gaskonsum. Das will die Politik so offen nicht sagen, aber es ist Fakt. Wir haben die Gasumlage, die jetzt kommt und hier gab es viele Berechnungen von Medien, wie viel man jetzt bald mehr zahlt. Und hier wird aber selbst im Artikel vom ZDF gesagt, dass diese Preise noch nicht die zukünftigen Preiserhöhungen beinhalten. Also das ist nur ein erster Schritt von vielen. Ich sage voraus, die Gaspreise werden sehr wahrscheinlich auch von privaten Haushalten bald um das Fünffache steigen, in einigen Monaten vielleicht erst. Aber es wird massive Preissteigerungen geben, die jetzt nicht im Oktober aufhören werden, wenn es so weitergeht wie aktuell. Wir haben dann die Situation, dass ein sogenannter Gasnotfall möglich ist. Dann priorisiert die Regierung selbst, wer eben Gas bekommt und wer auch nicht. Vonovia als der größte Vermieter in Deutschland hat jetzt bereits angekündigt, dass im Winter die Heizungen in allen Wohnungen runtergeregelt werden. Aktuell sind Monteure von Vonovia in allen Wohnungen unterwegs sozusagen, beziehungsweise in allen Häusern, die sie haben, damit im Winter automatisch nachts die Temperatur runtergeregelt werden kann, sodass es nur 17 Grad in deiner Wohnung ist, wenn du in einer von den 360.000 Wohnungen von Vonovia bist. Weiter gab es auch eine Umfrage von der Industrie- und Handelskammer und die hat etwas wirklich Erschreckendes zutage gebracht. Und zwar die Tatsache, dass 16% der Industriebetriebe gezwungen sind,
auf die aktuelle Energielage zu reagieren und die Produktion zurückzufahren oder sogar teilweise komplett aufzugeben. Das ist wirklich eine krasse Statistik. 16% der Industriebetriebe ist richtig, richtig viel. Und ich weiß nicht, in welchen Zeiten man sonst von solchen Zahlen liest, aber das ist wirklich außergewöhnlich. Weiter, wenn dir dieses Video hier bis hierhin gefällt, steckt viel Recherche und Arbeit drin, lass mir doch ein Like und Abo als große Unterstützung da. Damit verpasst du auch kein Video zweimal die Woche. BASF, einer der größten Produzenten in Deutschland, was Industriebetriebe angeht, produziert auch aktuell kein Ammoniak mehr, was man eben für Dünger braucht, und verkauft gespeichertes Gas, das sie eben dafür sonst genutzt hätten für die Ammoniakproduktion. Das verkauft es jetzt zurück ans Netz, weil es rentabler ist tatsächlich. Also auch komplett verrückt. BASF möchte jetzt auch in Ludwigshafen von Öl- auf Gasbetrieb umschalten. Nur die Ammoniakproduktion zum Beispiel kann man nicht umschalten von Gas auf Öl. Und ja, jetzt wird eben kein Ammoniak mehr produziert, was zum Beispiel sehr entscheidend für den Dünger ist. Und die Düngemittelpreise werden auch in Zukunft sehr, sehr stark wahrscheinlich ansteigen, wenn es so mit dem Gas weitergeht, da dieses eben immer knapper wird und dementsprechend dann auch die Lebensmittelpreise, die davon natürlich indirekt betroffen sind. Wir haben jetzt auch zahlreiche Auswirkungen auf Anleger daraus, auf die gehe ich mal als erstes ein und danach Auswirkungen auf die Bevölkerung. Also fangen wir mit den Anlegern an, und was wir aktuell sehen ist, dass es eine deutlich schwerere Rezession geben wird, als noch vor ein paar Monaten erwartet, in Europa, aber vor allem auch in Deutschland, weil Deutschland sehr abhängig von den Gasimporten aus Russland ist. Andere große Staaten wie zum Beispiel Italien haben bereits Kapazitäten, um Flüssiggas anzunehmen. Deutschland hat diese bisher gar nicht und dementsprechend hat Italien einen großen Vorteil und muss diesen Winter sehr wahrscheinlich auch kein Gas sparen und kann die Industrie sozusagen ganz normal weiterlaufen lassen, auch wenn es zu deutlich mehr Kosten, da Flüssiggas eben deutlich teurer ist als Pipeline-Gas. Gut, besonders Deutschland, Österreich und Osteuropa sind betroffen, wie wir in dieser Grafik hier sehen. Je gelber sozusagen das Land ist, desto höher ist der Anteil von Erdgasimporten aus Russland. Und ich habe auch noch eine sehr interessante Studie vom Internationalen Währungsfonds dazu gefunden, wie stark denn jetzt tatsächlich die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft sein werden. Und die ist wirklich gruselig zu lesen. Wir gehen hier dieses Jahr von 1,7% Verlust vom Bruttoinlandsprodukt, also der gesamten Wirtschaftskraft in Deutschland aus, wenn es so bleibt wie aktuell. Und nächstes Jahr 2,7% Verlust sogar durch die gleiche Situation, wenn Deutschland eben kaum Gas aus Russland bekommt am Ende des Tages. Das heißt, eine richtig starke Rezession kommt hier auf uns zu, alleine deswegen, wenn es jetzt gar keine Corona-Lockdowns gibt und keine anderen Probleme, keine übertriebene Inflation oder was weiß ich, nur dadurch. Und das ist natürlich extrem erschreckend, dass die Rezession doch sehr stark ausfallen wird, laut Internationalem Währungsfonds. Und das Krasse ist wirklich, diese Wirtschaftskraft wird auch in den nächsten Jahren, laut ihrer Prognosen, nicht wieder aufgeholt. Dies sozusagen erstmal für immer verloren. Anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und das finde ich wirklich das Krasse. Also Deutschland verliert an Wirtschaftskraft und gewinnt diese auch nicht wieder, sondern es geht so weiter. Das hat mich wirklich geschockt, als ich es gelesen habe. Und andere Studien gehen leider von ähnlichen Ergebnissen aus, was die Auswirkungen auf das BIP angeht, wie wir hier auch ganz schön sehen können, die verschiedene Organisationen und Professoren hier vorhersagen. Wer in Deutschland investiert, sollte sich realistisch gesehen auf eine Rezession in den nächsten 2 Jahren einstellen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn es eben so weitergeht wie aktuell. Das sind schon sehr krasse Verluste, die man nicht einfach mal so wieder aufholen kann. Und man sollte natürlich, wenn man in Deutschland arbeitet, Reserven haben, falls man tatsächlich durch diese Rezession arbeitslos wird, wenn Unternehmen Leute kündigen müssen. Und besonders gilt das eben in gasintensiven Branchen, wie zum Beispiel Glasherstellung, Düngemittelherstellung und sowas. Und eben Firmen und Betrieben, die damit zusammenhängen. Man sollte auch keine zu große Abhängigkeit von Deutschland im Portfolio haben. Dieser sogenannte Home Bias, also wenn man zu Hause mehr investiert als im Ausland, der kann hier an dieser Stelle schaden. Vielleicht gibt es aber auch auf der anderen Seite bald viele deutsche Unternehmen als Schnäppchen, die eben besonders krass von der Krise hier betroffen sind. Alle Annahmen sind unter der Bedingung, dass Deutschland kein Gas mehr aus Russland langfristig bekommt, wie vor der Krise.
Und wenn sich das ändert, dann kann man natürlich auch diese Studien hier ja über den Tisch werfen oder wie man sagt. Und dann ist denen keine Beachtung mehr zu schenken. Hoffen wir mal, dass es so kommt, aber aktuell sieht es eben überhaupt nicht danach aus. Und ich persönlich plane lieber konservativ als zu offensiv und zu optimistisch, wenn es hier um solche Situationen geht. Aktuell muss man aber auf der positiven Seite auch sagen, steigen die sogenannten LNG, also Flüssiggaslieferungen nach Deutschland, aber sie können das russische Gas nicht komplett ersetzen, auch wenn sie schon einen guten Teil davon wettmachen, das kann man schon mal als positive Nachricht hier sagen. Zur Bevölkerung im Allgemeinen kann man sagen, dass es hier ebenfalls große Auswirkungen auf die Jobsicherheit gibt, also wie gesagt, wenn du in einer Branche arbeitest, die vom Gas sehr abhängig ist, dann hast du wahrscheinlich ein Problem und stehst unter einem größeren Risiko, dass du deinen Job verlierst oder eben in einer verbundenen Branche genauso. Das größere Problem ist aber aus meiner Sicht, dass diese ganze Gaskrise die Inflation deutlich nach oben treiben wird und Energie macht eben einen viel größeren Anteil am Konsum von Leuten aus, die wenig Geld haben, im Vergleich zu Leuten, die viel Geld haben. Wir haben tatsächlich die Statistik hier vom IW, dass jeder Vierte in Deutschland mehr als 10% des eigenen Einkommens für Energie ausgibt. Auch die Mittelschicht ist von sogenannter Energiearmut hier betroffen und wenn die Preise eben weiter explodieren wie aktuell und das dann eben auch an die Konsumenten weitergegeben wird, was aktuell noch nicht wirklich der Fall ist, dann wird sich das noch wirklich krass verstärken. Wir haben aktuell Städte wie Ludwigshafen zum Beispiel, die planen Wärmestuben. Also das sind tatsächlich Orte, Hallen, Arenas, wie auch immer. Und hier sind dann beheizte Räume sozusagen zur Verfügung. Da kann man sich aufwärmen, wenn man sich Energie nicht mehr leisten kann. Das habe ich auch so in meinem Leben noch nie gesehen und erinnert mich nur an das Geschichtsbuch, was ich früher gesehen habe, zur großen Depression. Da gab es ganz Ähnliches, da gab es auch Wärmestuben, wo man sich dann eben in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der Menschheitsgeschichte aufwärmen konnte, weil man kein Geld mehr für ja, Holz oder Briketts oder wie auch immer hatte. Und es können hier echt schlechte Zeiten auf uns zukommen, leider. Das muss man mal so ganz krass und klar sagen, wenn es sich eben nicht ändert, was wir doch alle hoffen wollen. So, am Ende steht natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Und meiner Meinung nach kann man einige Dinge dagegen tun. Man muss natürlich an erster Stelle das Schicksal in die eigene Hand nehmen und sich garantiert nicht auf den Staat verlassen, denn der denkt an erster Stelle vor allem an sich und nicht an die Bevölkerung. Und man muss einfach zuschauen, dass man mehr Geld verdient, dass man nicht arbeitslos wird. Wie kann man das machen? Vor allem an erster Stelle in die eigene Bildung investieren. Die bringt immer noch die beste Rendite und man darf sich jetzt nicht irgendwie abbringen lassen und verzweifeln und sagen, ah, das alles ist so schlecht und ich habe keinen Bock mehr und es ist eh alles blöd und mein Chef ist auch ein oder wie auch immer. Nein, schau zu, dass du am Ende des Tages in deine eigene Bildung investierst, dass du selbst besser wirst, dass du einen höheren Marktwert bekommst und dass du durch diese Krise kommst und am Ende des Tages vielleicht sogar stärker aus dieser Krise hier herauskommst. Dann natürlich auch noch, setz dich mit deinen Finanzen auseinander, hab die Kontrolle über deine Finanzen, abonnier diesen Kanal hier, dann lernst du deutlich mehr darüber und sag mir gerne deine Meinung unten in den Kommentaren, wie du jetzt mit dieser Krise umgehst und was du über die Politik in diesem Zusammenhang denkst. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich will es nicht länger machen, als es sein muss. Damit wünsche ich dir eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.